Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, warum man allein aufgrund der emotionalisierenden Berichterstattung der großen Medien davon ausgehen kann, dass im Ukraine-Konflikt massiv getäuscht wird. Schauen wir uns die Medienberichterstattung in den letzten Jahren an. Jetzt kann man sagen, okay, ja, diesmal ist es vielleicht anders. Diesmal täuschen sie nicht, diesmal stimmt es zufällig. Man weiß es ja nicht. Es ist ja eigentlich, die Lage ist ja eindeutig, scheinbar. Was ist auffällig? Auffällig ist die Emotionalisierung, wie an die Moral appelliert wird. Wie suggeriert wird, die Russen sind die Bösen und den Leuten die armen Leute. Und es ist alles so schlimm und Putin ist so böse. Schauen wir uns an, wie moralisch diese Medien in den vergangenen Jahren berichtet haben. In der Silvesternacht von Köln. Es kam 7 Tage lang einfach gar nichts. Bei den Querdenken-Demos. Polizeigewalt. Die Nichtabbildung der Demonstranten. Fake-Berichterstattung von über die Zahl der Demonstranten, das suggeriert wurde, es seien 20.000 höchstens und wer sagen würde, es wären mehr, der wäre ein Spinner. Die Art, wie demonstriert wurde, dass die Leute friedlich demonstriert haben, es aber suggeriert wurde, es wären eigentlich, ja, es wären fast nur gewaltbereite Rechtsextremisten, mehr oder weniger. Natürlich haben sie das dann immer eingeschränkt, um sich nicht angreifbar zu machen, aber das ist die Suggestion, die angekommen ist, beispielsweise mit dem Reichstagssturm. Gucken wir uns allein noch an, die Demonstration in Chemnitz, schon vor Corona. Pegida. Sie wurden systematisch verächtlich gemacht. Gucken wir uns die Wahlberichterstattung in den USA an. Wie systematisch alle Skandale von Biden klein gehalten wurden, verschwiegen wurde, wie Stimmung gemacht wurde gegen Trump. Unregelmäßigkeiten bei der Stimmauszählung wurden von den Medien einfach nicht thematisiert. Jedenfalls nicht dann, wenn es zu Ungunsten der Republikaner war. Es war nicht nur so, dass nicht nur die Argumente von Querdenken nicht abgebildet wurden, sondern überhaupt kritische Stimmen, wie aus dem Innenministerium ein ausführlich erstellter Bericht. Er wurde unten gehalten, der Mitarbeiter wurde entlassen, es wurde von den Medien nicht aufgegriffen. Die Hetzjagd von Chemnitz und die dubiose Maßenablösung. Die Medien haben es nicht aufgegriffen, sie haben es verschwiegen. Es erfolgte hier kein flammender Appell an die Moral, wie das sein kann, dass jemand abgelöst wird, nur weil er die Wahrheit sagt. Genau das gleiche bei den Listenaufstellungstricks bei der Landtagswahl in Sachsen. Wie die CDU versucht hat zu verhindern, dass die AfD Landtagsabgeordnete entsenden kann. Gucken wir in den Nahen Osten. Barack Obama hat die Truppen aus dem Irak abgezogen, gegen das Anraten seiner Generäle. Die Folge war der IS, ein beispielsloser Massenmord. Es wurden Fluchtbewegungen ausgelöst und es sind unzählige Leute gestorben durch den IS. Ausgelöst durch das Verursachen von Instabilität. Überhaupt, der ganze Nahe Osten ist in Brand geraten. Keinerlei kritische Berichterstattung gegenüber den USA. Also nicht wirklich kritisch. Keine moralische Empörung. Wir haben hier, was weiß ich, 100.000 Tote, Millionen Flüchtlinge, die Jesiden, die ganzen Frauen, sie wurden alle vergewaltigt. Alles nur, weil der IS groß wurde. Und es gab keine kritische Berichterstattung darüber, dass die NATO und die USA durch ihre Kriegszüge im Nahen Osten, dass sie die Region destabilisiert haben. Wenn Saddam Hussein nicht gestürzt worden wäre, dann wäre er wahrscheinlich heute noch im Irak und es wäre eine Diktatur, aber es wäre das nicht passiert. Man konnte in Syrien oder auch im Irak, konnte man als Christ, man konnte studieren, man konnte in Ruhe leben. Man hatte nur dann Probleme, wenn man Saddam Hussein oder wenn man Assad kritisiert hat. Dann klar, dann wurde man wahrscheinlich umgebracht. Sehr, sehr wahrscheinlich. Nur mit dem IS, da wurde jeder einfach umgebracht. Es war Anarchie. Keine kritische Berichterstattung darüber. Und vor allen Dingen wurde nicht kritisch berichtet, dass seitdem Russland da ist, es in Syrien wieder viel besser ist. Eine Komödiantin schlägt vor, Napalmbomben über Sachsen abzuwerfen. Keine kritische Berichterstattung in den Medien. Keine Empörung. In Libyen. Gaddafi wird weggebombt. Der Zivilbevölkerung geht es viel schlechter als vorher. Es war ein Angriffskrieg der USA von Frankreich. Die NATO-Einsätze oder die Einsätze der USA, sie wurden immer als Friedenseinsätze deklariert. Und jetzt schauen wir mal in die Ukraine. Genau das macht Putin auch. Und jetzt sind die Medien vollkommen anders. Das heißt, wir sehen, diese Leute, die in den Medien Berichterstattung betreiben, sie haben keinerlei Moral. Und allein deswegen ist es vollkommen unglaubwürdig, wenn sie jetzt die Moral bemühen, wenn sie jetzt die Emotion bemühen. Es ist allein schon aus der Historie eindeutig, dass wenn sie auf die Tränendrüse drücken, dass es Täuschung sein muss, weil diese Leute nicht moralisch sind. Das heißt, wenn sie auf die Tränendrüse drücken, dann wollen sie die Leute instrumentalisieren. Und es ist so, diese Leute, sehr wahrscheinlich, es ist nicht nur allein materiell, es ist psychologisch, die Motive sind psychologisch. Sie spüren durch die Täuschung einen Machtgewinn. Sie fühlen sich überlegen. Es ist immer so, wenn man mehr weiß als der andere, hat man einen Machtvorsprung. Und diesen Machtvorsprung,
den spüren die Leute auch, sehr wahrscheinlich. Und es gibt ihnen ein gutes Gefühl. Und es gibt ihnen umgekehrt ein ungutes Gefühl, wenn sie keinen Machtvorsprung haben. Also wenn sie nicht täuschen, wenn sie tatsächlich nur Zulieferer sind von Informationen, sie die Öffentlichkeit aufklären über das, was passiert, dann fühlen sie sich degradiert. Dann haben sie die Machtposition verloren. Weil jetzt sozusagen, jetzt haben sie den Insider-Vorteil. Sie wissen, was passiert ist, täuschen die Öffentlichkeit. Und normalerweise ist es immer so, immer wenn man einen Wissensvorsprung hat, dann ist das ein riesiger Machtvorteil, der sich auch materiell auszahlt. Das heißt, an der Börse mit Insiderhandel kann man wahnsinnig viel Geld verdienen. Und wahrscheinlich die Leute, die spüren das. Die spüren diesen Machtvorsprung und den Vorteil. Das heißt, diese Leute, sie spüren den Vorteil nur dann, wenn sie täuschen. Und es ist für sie ein Sport zu täuschen. Und sie, das heißt, wenn sie jetzt hier auf die Tränendrüse drücken, man kann sicher sein, es ist in Wahrheit wahrscheinlich irgendwie genau andersrum. Allein deshalb, man muss gar nicht mehr wissen, allein, dass diese Leute, die vorher gelogen haben, jetzt die Moral bemühen, dann ist schon vollkommen klar, man muss recherchieren, man muss nachgucken, da stimmt was hin und vorne nicht. Wenn man sich jetzt einmal die Lage in der Ukraine auch anguckt, 2010 wurde Janukowitsch gewählt. Mehrheitlich im Osten, im Westen wurde Timoschenko gewählt. Die OSZE hat bestätigt, dass die Wahlen regulär abgelaufen seien. Man weiß natürlich nicht, Timoschenko behauptet, es sei Wahlbetrug gewesen. Auf jeden Fall kann man sicher sein, dass viele Leute, gerade im Osten, haben Janukowitsch gewählt. Vor allem auch mit großer Mehrheit gewählt. Und was ist jetzt passiert? 2014 gibt es einen Aufstand, ein rechtmäßig gewählter Präsident wird gestürzt. Und die Medien damals haben ausschließlich positiv darüber berichtet, dass der Maidan sei eine Befreiung und jetzt kommen die Ukrainer nach Westen und die guten Werte und die Demokratie und es sei alles ganz schön. Im Nachhinein ist natürlich klar, dass diese Berichterstattung, dieses Moralisierende, auch schon Täuschung war. Wenn man genauer hinguckt, dann wird es auch gleich vollkommen klar, dass dieser Präsident gestürzt wurde, ist natürlich ein Faustschlag ins Gesicht der Ostukrainer. Man muss sich mal vorstellen, in einer Demokratie wird ein Präsident gestürzt. Man stellt sich mal vor, Querdenken hätte jetzt Angela Merkel gestürzt. Was wäre dann los? Hier wird aber so getan, ja gut, der Janukowitsch, der war korrupt, das war eine Marionette von Putin. Ist gar nicht schlimm, dass der gestürzt wurde, das ist gut so. Was auch die Medien verschwiegen haben, ist, dass seit 2014 ein Bürgerkrieg in der Ukraine herrscht, der viele Todesopfer gefordert hat. Dass es Mordmilizen gibt im Osten der Ukraine, die Jagd auf die Zivilbevölkerung machen, auf die russische Zivilbevölkerung. Wenn jetzt der Präsident gestürzt wird, den man gewählt hat, und es noch dazu kommt, dass jetzt Leute wie die Klitschkos ukrainisch als alleinige Amtssprache durchsetzen wollen, das ist ein Schlag ins Gesicht. Und dann ist es eigentlich nicht verwunderlich, dass die Leute einen Aufstand machen, ohne dass ich jetzt Detailkenntnisse habe. Jetzt kann man sich die Frage stellen, warum wird seit 2014 wird das nicht mehr kritisch berichtet? Hier einmal eine Schilderung einer Deutschrussin über die Vorgänge in der Ostukraine seit 2014. Ja, erstmal hallo. Vielleicht zu meiner Geschichte sollte man vorher wissen, dass ich einen russischen Vater und eine deutsche Mutter habe. Das heißt, ich bin halb und halb. Und im Moment herrscht halt auf dieser Welt ein Krieg genau zwischen vor allem eben meinen Ländern. Also Deutschland und Russland ist ja kein Geheimnis, wird schon lange versucht zu trennen. Und gerade jetzt dieser Konflikt, der geht mir einfach sehr nah persönlich. Also das ist noch tiefer als in meine Zellen, kann man irgendwie fast schon sagen. Und ich bin eigentlich durch einen Zufall letzten Sommer das erste Mal in den Donbass gefahren. Auch aus Neugier. Also die mich schon länger verfolgen, die wissen, dass ich auch früher auf die Krim gefahren bin, um einfach selber zu gucken, was passiert da wirklich, wie denken die Menschen, war das eine Annexion oder war es keine für die? Und so war es jetzt auch mit dem Donbass. Und ich habe halt letzten Sommer damit angefangen, mich mehr damit zu befassen. Ich wollte diesen Konflikt verstehen. So, wieso passiert da seit 8 Jahren nichts? Und dann waren die Leute auch sehr schnell, also die Leute vor Ort sehr interessiert, dass eine Deutsche gekommen ist und deshalb fiel es mir auch leicht, dann irgendwo hinzufahren, auch in die graue Zone, wo halt auch dann geschossen wird und dann haben die mir da alles gezeigt und ich war einfach nur schockiert, dass man dann in den deutschen Medien nichts darüber liest. Also zum Beispiel war jetzt neulich ein Fall, wo die ganze Weltöffentlichkeit aufgeschrien hat, in der Ukraine soll angeblich ein Kindergarten zerschossen worden sein von den bösen Separatisten. Aber niemand hat in den letzten 8 Jahren darüber berichtet, wie viele hunderte Schulen und Kindergärten im Donbass zerschossen wurden von der ukrainischen Armee.
Da hat kein einziger Mensch darüber berichtet. Und das war für mich einfach, das war so ein Schock, also wirklich wie so ein verschwiegener Krieg, der da seit 8 Jahren wütet. Und zwar nicht nur zwischen Soldaten, sondern eben auch, also von der ukrainischen Seite her, ein Krieg gegen Zivilisten. Also es werden wirklich Zivilisten terrorisiert und umgebracht. Und als es dann jetzt zu dieser ja, Zuspitzung kam, habe ich noch mal mehr Gas gegeben und bin dann auch selber an die Front gefahren und so, weil ich einfach dachte, das kann alles nicht wahr sein. Was jetzt auch in den deutschen Medien berichtet wird, das stimmt einfach nicht. Also Russland als den großen Aggressor dahinzustellen und den Rest zu verschweigen, das ist, ja, und ich kann einfach nicht anders. Ich bin die einzige Deutsche dort vor Ort und eben vor allem auch durch meine Eltern, durch meine Geschichte, deutsch-russisch, kann ich gerade nicht anders, als das zu tun, was ich tue, auch wenn es gefährlich ist, weil es macht sonst niemand. Und ich hatte schon wie da Bekannte und so weiter durch meine ersten Sommerreisen, dass ich schon so meine Wege habe, weiß, okay, da findet das statt, da ist das passiert, mit dem kann ich dorthin fahren, so. Ja. Ich verstehe, also das ist einerseits, denke ich, sehr mutig von dir, dass du quasi direkt die Schlacht, also nicht die Schlachtfelder, aber eigentlich ja, eigentlich schon eben die Gebiete besuchst, die eben direkt vom Krieg betroffen sind. Und vor allem eben quasi, dass du dann natürlich auch deine eigene Herkunft, deine Familiengeschichte da eben zum Auftrag machst und sagst, ja, ich gehöre da eigentlich auch dazu, also muss ich eben schauen, dass da ein gerechteres Bild von diesem Konflikt berichtet wird. Ich selber war jetzt vor 2 Wochen mittlerweile schon auf einer Pro-Russland- und Friedensdemo in Wien und da hat das eine Frau sehr gut auf den Punkt gebracht. Es gibt genau 2 Arten von Menschen, nämlich die Menschen, die seit 14 Tagen für einen Frieden in der Ukraine eintreten und dann gibt es die Menschen, die seit 8 Jahren für einen Frieden in der Ukraine eintreten und dass sie eben natürlich zu Letzteren gehört. Und wir von Suvorov TV, vom Suvorov Institut, wir weisen auch eben schon seit 2014 darauf hin, dass da im Prinzip ganz dunkle Machenschaften gerade vonstatten gehen, insbesondere wenn wir jetzt eben an die Enthüllungen denken, dass die USA zugegeben haben, gemeinsam mit der Ukraine eben so Biowaffenlabore betrieben zu haben. Und ich denke, allein von dem Gesichtspunkt ausgesehen und nicht nur eben, weil man quasi die Menschen im Donbass natürlich schützen will, ist dieser ganze Einsatz definitiv auch gerechtfertigt. Du hast selber gesagt, dass du den Donbass besucht hast und ja, jeder, der deine Videos gesehen hat, weiß, die sind sehr ausdrucksstark, wie eben da das Leiden eben der Menschen berichtet wird und die Zerstörungen des Krieges. Es gibt natürlich eben oft die Anschuldigungen gegenüber Russland, dass eben Russland eben ganz gezielt Zivilisten beschießen würde. Und dementsprechend interessiert mich natürlich in der nächsten Frage vor allem, wie ist das da wirklich? Beschießt die russische Armee wirklich gezielt Zivilisten, um da quasi eben einen Genozid hervorzurufen? Also wir kennen das ja aus der amerikanischen Propaganda eben zum Beispiel mit dieser Brutkastenlüge in Bezug eben auf den Kuwait-Krieg. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was für einen Eindruck hast du von den Menschen selbst im Donbass? Wie gehen da eben auch vor allem die Russen mit der Situation um, dass da eben jetzt quasi dieser ja, militärische Konflikt ausgeweitet wird? Also vielleicht erstmal vorweg, ich kann nicht überall sein und ich glaube, im Krieg passieren viele Dinge, die nicht schön sind von beiden Seiten. Von daher kann es auch sein, dass mal irgendwelche russischen, Entschuldigung, Idioten in der Armee irgendwas Schreckliches tun, auch Zivilisten antun. Ich habe es persönlich nicht gesehen, es wurde mir auch nicht erzählt und es wurden mir auch keine Beweise dafür vorgelegt. Dafür halt umso mehr von der anderen Seite. Also, dass und das habe ich auch selber gesehen, dass die ukrainische Armee nicht davor zurückgeschreckt hat, seit 8 Jahren auch mit Scharfschützen auf Zivilisten zu schießen im Donbass. Also, die einfach nur zur Arbeit gehen und dann plötzlich ja erschossen werden. Das ist ein Genozid übrigens auch. So, der Herr Scholz hat ja gesagt, das stimmt ja nicht, dass da ein Genozid vonstatten geht. Aber das ist, ja, soll mir mal jemand das Gegenteil beweisen? Absolut, Ich ja. habe es gesehen, ich habe alles gefilmt.
Und also was diese typische Berichterstattung jetzt im Westen betrifft, dass die Russen Zivilisten umbringen, das, das kommt so zustatten, dass die ukrainische Armee sich sehr oft in Wohnhäusern einquartiert oder in jetzt das letzte Beispiel in einem Entbindungskrankenhaus und von dort aus anfängt zu schießen. Die russische Armee ist generell so getrimmt, dass sie nicht auf zivilistische Ziele schießen dürfen. Das machen sie eigentlich auch nicht. Also habe ich noch nie jetzt gesehen in den Medien. Aber in den meisten Fällen ist es dann so, dass eben diese Zivilisten aus diesen Gebäuden schon längst raus sind und die Russen dann zurückschießen, weil sie das genau wissen. Mhm. Weil die Ukrainer sitzen in diesem Wohnhaus, die Zivilisten sind weg und Russland schießt zurück. Und dann wird das halt alles gefilmt und dann wird dann eben in den ukrainischen Medien dargestellt, ja, seht ihr, haben wir euch doch gesagt, die russische Armee schießt einfach nur Wohnhäuser kaputt. So, das war jetzt ganz oft, also ganz oft. Und das wurde auch alles dokumentiert mit Videos, habe ich mir genau angeguckt. Und man sieht jetzt auch, also es gibt jetzt ein paar Videos mit Drohnen aufgenommen, wo man das auch genau sieht, dass die Ukrainer eben häufig auf den Dächern von Wohnhäusern oder sowas sitzen, auch mit Panzerabwehrraketen und von dort aus schießt, weil die Russen eben nicht zurückschießen können. Oder was es auch jetzt viel gibt, was kursiert, sind Videos von empörten Zivilisten, weil plötzlich einfach ein ukrainischer Panzer mitten in den Hof von irgendwelchen Häusern gefahren wird, damit er eben nicht von den Russen zerschossen wird. Also die nutzen halt eben diese menschlichen Schutzschilde, wird es genannt. So, dass Russland das tun würde, hat mir noch nie, also ich verfolge ukrainische Kanäle und russische und das ist bisher nicht vorgefallen, dass die Russen genauso vorgehen würden. Genau. So viel zu dem Thema. Und dann hat es noch gefragt, wie die Zivilisten mit der Lage umgehen im Donbass. Die Zivilisten im Donbass, die sind super pro über das, was gerade passiert. In Donetsk sind die Leute, also die fühlen sich befreit, die haben sich sozusagen auch beglückwünscht, endlich wird uns geholfen und wir werden hier alle anerkannt als eigene Staaten und so weiter. Und die Leute in den Dörfern, die ich jetzt besucht habe, die bis vor kurzem noch unter ukrainischer Kontrolle standen, bei denen ist es genauso. Da sagen die Leute, das habe ich auch in meinem letzten Video alles dokumentiert, die sagen, also alle, wir sind so froh, dass die Russen jetzt gekommen sind und uns hier befreit haben, weil die in den letzten Jahren total diskriminiert wurden von den Ukrainern. Also viele meinten, das reicht schon, wenn man einfach nur in Donetsk geboren ist, dann gehst du schon als Separatist und dann haben sie da ihre Listen gehabt und auf diesen Listen standen dann eben Menschen, die angebliche Pro-Separatisten sind oder in Donetsk geboren sind zum Beispiel und dann wurden die ab und zu mal, erniedrigt. Also der eine hat zum Beispiel erzählt, wie er mit seiner Frau zu Hause morgens da halt im Wohnzimmer saß und plötzlich wurde die Tür eingetreten, dann kamen da Soldaten mit einem Maschinengewehr rein und die sollten sich auf den Boden legen und dann wurde das ganze Haus auseinandergenommen, also durchsucht. Solche Sachen sind dann vorgefallen. Oder irgendwelche Ausraubungen gab es häufig. Also furchtbar, was sie mir da alles erzählt haben. Und ich habe dann aber auch oft konkret zurückgefragt, okay, jetzt sind ja seit ein paar Tagen die Russen hier, wie benehmen die sich denn? Ist da irgendwas vorgefallen oder habt ihr was davon gehört? Die meinten alle, nein, wieso, nein, wir sind alle glücklich, dass es hier endlich still geworden ist. Wir brauchen keine Angst mehr haben, das auszusprechen, was wir denken. Und die Soldaten, die helfen, wo sie können, das sind also auch vor allem eben die älteren Damen, waren so am Schwärmen. Och, so diese netten, kleinen, also niedlichen Herren, die sind so gentleman-like und helfen, wo sie können. So. Das war, nur solche Antworten habe ich gekriegt. Welche Lehren kann man nun daraus ziehen? Es muss weiterhin daran gearbeitet werden, dass die Leute den Medien nicht mehr glauben. Es gibt natürlich viele, die die Medien als Alibi benutzen. Das heißt, man muss es diesen Leuten möglichst schwer machen, dass sie sagen können, ja, die Medien haben es gesagt, ich konnte es nicht besser wissen. Alibi heißt, sie wollen hassen und hetzen.
Das ist auch hier ganz auffällig, wie gegen Russland gehetzt wird. Auch nicht nur gegen Putin, sondern überhaupt gegen Russen. Das wird jetzt hier als Vorwand genommen, diesen Hass und diese Hetze ausleben zu können. Es gibt aber natürlich auch viele Leute, die tatsächlich getäuscht werden. In jedem Fall muss den Medien die Glaubwürdigkeit entzogen werden. Öffentlichkeitswirksam. Und es war bisher der Fehler von AfD, aber auch von Querdenken, dass man immer gegen die Politiker geschimpft hat. Es die Maßnahmen und die Politiker und so weiter und so fort. Aber das Hauptproblem sind die Medien, weil die Politiker hängen an den Medien. Sie sind mehr oder weniger Marionetten. Weil die Medien bestimmen das Narrativ und diejenigen Politiker, die das Narrativ erfüllen, sie werden von den Medien gelobt und sie schneiden bei den Wahlen gut ab. Weil die Leute den Medien vertrauen. Dadurch haben die Politiker automatisch Marionettenstatus. Wer nicht das Narrativ erfüllt, der ist weg vom Fenster. Und so wird ja auch die AfD gemobbt, seit Jahren, seit ihrer Entstehung. Man sucht dann nach allen möglichen Gründen, um die AfD zu diskreditieren. Und alles steht und fällt mit den Medien. Auch hier die Vorgehensweise ist auffällig. Zunächst gab es gegen Russland keine Sanktionen. Und dann haben die Medien Stimmung gemacht, emotionalisiert. Und dann plötzlich kamen Stück für Stück die Sanktionen. Man hat geguckt, ist die Bevölkerung bereit dafür. Die Medien und die Politiker, sie gucken immer aufmerksam in die Stimmung der Bevölkerung. Wenn die Stimmung erst einmal aufgeheizt genug ist, russlandfeindlich genug ist, dann werden die Sanktionen gemacht. Die werden Stück für Stück verschärft. Man kann sicher sein, hier wird umso weiter gegangen, je mehr die Bevölkerung mitgeht. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und es hat natürlich ganz schlimme Konsequenzen. Weil diese Leute, die in den Medien das Sagen haben, wir wissen es gar nicht genau, natürlich beeinflusst von irgendwelchen Milliardären sehr wahrscheinlich, aber auch von Geheimdiensten, von der CIA, wir wissen es nicht genau. Aber diese Leute, wenn man sich die letzten 10 Jahre anguckt, diese Leute, es hat eine Veränderung stattgefunden. Diese Leute werden immer schlimmer und skrupelloser und das muss gestoppt werden. Und wenn man die Medien, wenn man die alternativen Medien stärkt und diesen Medien die Glaubwürdigkeit entzieht, mit Flugblätteraktionen, mit persönlicher Überzeugungsarbeit, wenn das gelingt, dann ist ganz viel geschafft. Egal welche Partei, ob man jetzt Querdenken gut findet oder Wir 2020 oder wen auch immer. Es geht ja nicht um die Partei, sondern es geht ja darum, dass man den Narrativen entgegentritt von den Medien. Dass man die Interessen der Allgemeinheit vertritt und nicht die Interessen Einzelner. Und es ist natürlich so, dass die Altparteien, sie vertreten nicht mehr die Interessen der Allgemeinheit, sondern sie vertreten Einzelinteressen, weil sie die Narrative der Medien bedienen. Und die Medien versuchen, die Interessen bestimmter Leute zu bedienen, die sie ja innehaben, fördern mit Geld und so weiter. Die Wichtigkeit der Medien, sie wurde lange unterschätzt. Von der AfD auch. Und jetzt zahlen wir die Quittung dafür. Aber es ist umkehrbar. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Über Unterstützung für meinen Kanal bin ich sehr dankbar. In der Beschreibung sind die Spendenlinks. Macht's gut.